Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Streamcare und zwar mit dem Streamcare Gaming Streaming PC Level 1 AMD für 1395 Euro. Den Streamcare Gaming Streaming PC Level 2 AMD für 2095 Euro. Und den Streamcare Gaming Streaming PC Level 3 AMD für 3595 Euro. Zuerst einmal muss ich sagen, die Liste, die hier rechts am Rand ist, ist nicht komplett vollständig. Wenn wir zum Beispiel schauen bei Arbeitsspeicher, da kriegen wir 16 GB G-Skler Aegis, wissen aber nicht welche Taktung. Die steht allerdings unten in dem Text von dem jeweiligen PC. Deswegen schauen wir uns einfach den Text an, machen anhand dessen dann die Geizhalsliste und dann seht ihr hinterher den Endpreis. Das Gehäuse ist in dem Fall ein Funtex Eclipse P300A. Das ist grundsätzlich ein solides Gehäuse. Es hat eine Mesh-Front, es ist jetzt nicht das Beste vom Besten, kein RGB-Bling-Bling oder so, aber es passt qualitativ gut in diese Preisklasse rein. Bringt auch leider nur einen Lüfter hinten mit. Vorne hat es überhaupt keine. Deswegen würde ich euch schon vorschlagen, wenn ihr diesen PC kaufen solltet, was ich nicht denke, was ihr tun solltet, aber wenn ihr den kauft, kauft auf jeden Fall noch ein paar Lüfter mit dabei, weil nur ein Lüfter hinten ist ein bisschen schwierig. Das System hat jetzt keine Hardware großartig verbaut, die sonderlich heiß wird. Trotzdem ist es immer besser, für ein bisschen besseren Airflow zu sorgen, allein schon wegen der Lautstärke, weil wenn das System sehr warm wird, drehen dann die Lüfter auf und das ist dann nicht so schön. Ansonsten, das Gehäuse ist in Ordnung und das kostet 66,34 € bei Mindfactory. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 5600. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Das ist so, es gibt ja noch den 5600X, der hat einen etwas höheren Basis- und höheren Turbotakt. Die tun sich jetzt allerdings nicht so viel, vor allen Dingen beim Zocken wird man es kaum merken. Der Prozessor in der Preisklasse ist noch in Ordnung. Ich hätte mir den XR gewünscht, klar. Aber das passt soweit schon. Streamen ist mit dem System sowieso nicht so wirklich drin, auch wenn da Streaming-PC steht. Kommt natürlich auch immer darauf an, über welchen Encoder ihr dann rendert, ob das jetzt über den Prozessor oder die Grafikkarte ist. Wenn ihr über die Grafikkarte rendert, geht es mit Sicherheit irgendwo, zumindest für E-Sports-Titel. Aber AAA-Titel würde ich damit nicht streamen. Und der kostet 175 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher G-Skler Aegis, und zwar haben wir 16 GB in diesem System, 2x8 GB mit einer Taktfrequenz von 3000 MHz. Warum da jetzt 3000 MHz verbaut sind und nicht zum Beispiel 3600 oder so oder zumindest 3200 MHz, weiß ich leider nicht. Da sparen sie sich natürlich den einen oder anderen Euro. 3200 MHz wäre sinniger gewesen, da hättet ihr noch ein bisschen mehr Leistung. Nicht sonderlich spürbar, aber sie wäre da gewesen. Und wie gesagt, 3200 MHz RAM würde nicht viel mehr kosten. Den Aegis finde ich allgemein nicht so gut, das hat aber so persönliche Präferenzen, ja. Die Ripjaws wären vielleicht sogar besser gewesen, sind in den anderen Systemen komischerweise auch drin. Hier ist es der Aegis. Ansonsten 16 GB reicht natürlich aus, ich hätte aber anderen RAM gewählt. Und der kostet 49,65 € bei SK Computer Alsdorf. Die Grafikkarte ist eine Asus Dual RTX 3050. Die ist natürlich nicht schlecht, sie reicht auch für Full-HD Gaming, auch für AAA-Titel, je nachdem wie viel FPS ihr erwartet. Ihr könnt es nicht erwarten, in Full-HD 144 FPS dahin zu rotzen auf hohen Einstellungen, das funktioniert nicht. Den FPS-Test dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hätte mir hier bei dem Preispunkt auch schon mindestens eine 3060 gewünscht, wenn nicht sogar eine 3060 Ti, finde ich ein bisschen mager. Aber immerhin wisst ihr, was ihr bekommt, das ist schon mal nicht schlecht. Und die kostet 339 Euro bei Galaxus. Das Mainboard ist ein MSI B550-A Pro. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann die SSD verbaut werden, hier unten kann noch eine SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und über diese Anschlüsse könnt ihr zum Beispiel noch eine WLAN-Karte oder ähnliches anschließen. Was die Anschlüsse auf der Rückseite angeht, haben wir 7.1, USB 3.1, USB Typ C, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte, der Prozessor hat nämlich keine integrierte Grafikeinheit, PS2-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Alles in allem aber ein Full-HD-Export, grundsolide, das passt soweit. Und das kostet 140,90 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein BeQuiet PROC 2 Black. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Das ist ein grundsolider CPU-Kühler, auf jeden Fall. Ich habe ihn hier gehabt zum Testen, das ist aber auch schon etwas größerer. Es gibt noch größere von BeQuiet, klare Sache. Aber für den Prozessor völlig ausreichend, wird auch schön leise laufen, das passt. Und der kostet 33,94 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic S12-3 500 Watt. Das hat eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Das mit dem Kabelmanagement ist immer so ein Thema. Wäre es jetzt modular, wäre es natürlich schön. So fliegen jetzt die Kabel hinten im Gehäuse rum, werden wahrscheinlich festgebunden und so. Also sie sind dann halt einfach da. Normalerweise kann man bei den modularen Netzteilen die Kabel einfach weglassen, die man nicht braucht, packt die in den Karton und sobald man Hardware dazu baut, irgendwie, wo ein Kabel benötigt wird, steckt man das dann dabei. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Netzteil mit den 5 Jahren Garantie sowieso. 80 plus Bronze, ja, immerhin. Wäre auch besser gegangen, Dubaro kriegt das auch besser hin. Aber für das System reicht es erstmal aus. Und das kostet 45,60 € bei Equipper.
Die SSD in diesem System ist eine Crucial MX500 500 GB. Und nur mal so als kleiner Teaser, woher ich diese Daten dann nehme. Hier oben steht System-SSD, klicke ich da drauf, kommt die 500 GB mit 0 Euro Aufpreis, nur dass ihr da Bescheid wisst. Das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen. Ich vergleiche diese Liste immer mit dem Text. Das ist ein bisschen umständlich auf dieser Seite, aber es ist halt einfach so. Ihr könnt mir da ruhig vertrauen. Ich verlinke die Systeme ja auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber nochmal vergewissern, dass alles stimmt. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 560 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 510 MB die Sekunde. Das ist eine 2,5 Zöller SATA SSD. Das Mainboard hat zwei Anschlüsse für eine M.2. Die M.2 SSDs kosten nicht sonderlich viel mehr und haben fast das 3- bis 4-fache der Datenrate. Warum die da verbauen? Keine Ahnung. Das kann man vielleicht nehmen, zum Beispiel für eine Spieler-SSD, die man sich noch dabei packt oder so, falls man keine Slots mehr auf dem Mainboard frei hat. Aber ich finde das schon ein bisschen, naja, meh. Weil 500 MB die Sekunde ist halt nichts. Das merkt ihr schon so ein bisschen die Geschwindigkeit. Also wenn ihr jetzt im Vergleich eine Kingston NV1 nimmt, die wird auf jeden Fall schneller sein, auch beim Laden der Spiele. Finde ich ein bisschen schade, dass das so gemacht haben. Und 500 GB bei einem Preispunkt von ungefähr 1400 Euro ist halt nichts. Und die kostet 49,30 Euro bei Equipa. Eine HDD ist nicht mit dabei, WLAN und Bluetooth haben wir auch nicht mit dabei. Die Karte steht hier zwar, aber die ist abgewählt im Konfigurator. Eine Capture Card haben wir auch nicht mit dabei. Eine Soundkarte haben wir onboard. Betriebssystem ist in dem Fall Windows 11 Home. Muss bei diesem System gar nicht mal sein. Windows 10 hätte auch ausgereicht. Ist natürlich schön, dass sie das aktuellste Betriebssystem mit draufpacken. Einige haben aber Probleme, unter anderem bei Spielen wie Valorant und so weiter gibt es da Probleme, wenn ihr Windows 11 nutzt. Kommt aber auch immer ein bisschen auf das BIOS vom Mainboard an, was ihr für eine Config habt. Ist okay, dass es dabei ist. Windows 10 hätte mir jetzt persönlich besser gefallen, aber ist halt aktueller und das passt schon so. Und das kostet 69,94 Euro bei MySoftware. Dann sind wir hier auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 969,67 Euro. Das System soll kosten 1.395 Euro. Ihr seid über 400 Euro gegenüber Selbstbau zu teuer. Wenn das System jetzt, sage ich mal so, 1.100, 1.150 gekostet hätte, hätte ich gesagt, da gehe ich mit. 1.395 ist viel zu viel für so ein Standardsystem. Da ist nicht mal mehr eine Wasserkühlung oder so drin, braucht ihr bei dem Prozessor auch nicht. Aber es ist halt nichts Aufwendiges da. Das wird zusammengesteckt, zusammengeschraubt und tschüss. Ist viel zu teuer. Und das war der kleinste. Wir gucken uns jetzt noch Level 2 und Level 3 im Schnelldurchlauf an. Und ich kann euch schon mal versprechen, das wird nicht günstiger. Vorher schauen wir uns nochmal eine kleine Alternative an. Das wünschen sich immer viele in den Kommentaren, deswegen machen wir das jetzt zumindest bei diesem PC. Wieder mal bei Dubaro, weil schnell hingeklickt, mal geguckt, was die so dafür das Geld haben. Der PC hier kostet ca. 50 Euro weniger und ihr habt hier ein 5600X drin, was ich eben schon gesagt habe. Bei dem anderen ist es halt nur ein 5600, hier ist ein 5600X drin. Eine 3070 ist da drin anstatt eine 3050. 3600 MHz RAM, 16 GB, 1 TB SSD, nicht 500 GB. Ein B550 Gaming X, ja okay, kann man circa gleichsetzen. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPGA 850 GF80 Plus Gold Vollmodular, Gold-Zertifizierung, Vollmodular. Das Gehäuse lässt sich drüber schreiten, finde ich das andere ehrlich gesagt ein bisschen besser, aber das müsst ihr wissen. Und wenn wir uns von Dubaro den PC mal eben angucken, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Natürlich kein Windows mit dabei, aber so ist jetzt halt 1207,19 Euro. 1349 Euro. 150 Euro Range, circa plus minus, passt. Ich sage jetzt nicht, dass das System gut ist, weil zum Beispiel hier bei dem 5600X ist auch nur ein alternativer AMD Intel CPU Kühler drin, finde ich nicht so geil, ist meistens der Boxkühler. Aber ich wollte euch mal zeigen, was preislich so möglich ist. Also die Grafikkarte ist deutlich besser, die SSD doppelt so groß, der RAM besser getaktet. Dazu ist noch der Kingston Fury Beast, also von daher brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir hier noch den Gaming-Streaming-PC Level 2 AMD. Das Gehäuse ist soweit in Ordnung, der kostet 2095 Euro. Hier haben wir das P500A, das ist nochmal einen Ticken größer, hat auch guten Airflow, ist schon in Ordnung. Hier haben wir auch schon den 5600X drin, nicht den 5600 als normal, sondern den X. Dann haben wir hier die RipJaws 5, 32 GB mit 3200 MHz, steht unten so im Text. Damit erfüllen sie natürlich die Spezifikation von AMD. 3600er hätte mir immer noch besser gefallen, aber so ist es jetzt halt. Dann haben wir hier eine 3060 drin, aber da gehen sie ausschließlich auf die Asus TUF-Varianten. Das ist auch in Ordnung. Das Mainboard ist auch völlig okay. Die Wasserkühlung, die 240er, muss nicht sein bei dem Prozessor, aber sieht natürlich schick aus, ist auch in Ordnung. Als SSD setzen sie hier zumindest schon auf eine M.2, eine Samsung 970 Evo Plus, die ist deutlich schneller mit 3500 MB lesen, schreiben circa, ja, Pi mal Daumen. Und das sind aber wieder nur 500 GB. Und die hier unten steht, die SATA SSD, die ist gar nicht verbaut, die kann man dazu wählen, deswegen ist der Text immer so lang, die Komponenten sind aber gar nicht drin. Hier wird eigentlich nur die 970er Evo angegeben und 500 GB ist halt viel zu wenig.
Und hier haben wir auch wieder als Betriebssystem Windows 11 Home mit dabei. Dann haben wir hier auch das Ergebnis, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1447,08 €. Das System soll kosten 2095 €. Das sind über 600 € Aufpreis. Gegenüber Selbstbau. Rechnet von mir aus 150 € nochmal dazwischen, weil Mindfactory zum Beispiel nimmt 150 € fürs Zusammenbauen, seid ihr bei 450 € Aufpreis. Also mit Zusammenbau theoretisch. Es ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Wisst ihr, was ihr mit dem Geld noch alles machen könnt? Da kann eine bessere Grafikkarte rein, eine bessere SSD vor allem. Mit 500 GB kommt ihr halt nicht weit. Der Rest ist soweit ganz gut konfiguriert, aber der Preis halt viel zu hoch. Jetzt kommen wir zu der Creme de la Creme. Das ist der Level 3 AMD. Der kostet schon 3595 €. Das Gehäuse ist ein Meshify 2. Das ist soweit okay, das habe ich auch rausgesucht. Also ihr dürft euch jetzt nicht irritieren lassen von Define 7, O11 Dynamic. Das sind nur optionale Sachen. Ihr könnt hier oben nämlich bei Gehäuse, wenn ihr da draufklickt, habt ihr hier das Meshify. Und da kommen erst die anderen und die kosten halt teilweise Aufpreis. Hier das Dynamic Evo zum Beispiel, 170 €, auch in schwarz. Deswegen lasst euch da nicht irritieren, es ist wirklich das Meshify. Aber wie gesagt, das ist soweit okay, hat auch eine Mesh-Front und so, da haben sie drauf geachtet, das ist okay. Der Prozessor ist in dem Fall ein 5800X, der ist natürlich zum Streamen und Rendern besser geeignet als so ein 5600X. Mit dem könnt ihr sogar schon ganz normal streamen, wie ich ja gerade sagte. Als Arbeitsspeicher haben wir hier wieder die G-Skill RipJaws 5, allerdings hier standardmäßig mit 3600 MHz. 32 GB sind da drin übrigens. Hier kriegen sie es hin. Entweder sparen die sich diese Steps nach oben einfach auf, um sagen zu können, okay, du gibst nochmal 1000 € extra aus für ein System, dann kriegst du jetzt 3600 MHz, obwohl die Preisdifferenz zwischen 3200 und 3600 einfach ca. 10 € oder so sind. Finde ich ein bisschen komisch, ist aber eine gute Wahl in dem Fall. Die Grafikkarte in dem Fall ist eine RTX 3070, eine Asus ROG Strix, die ist vom Kühldesign ganz gut, das sind schon die etwas teureren Grafikkarten als Beweis, nur weil hier noch die ganzen anderen stehen, wir scrollen nochmal hoch. Sehen wir hier als Grafikkarte halt angewählt die 3070. Alles andere ist mit Preissteigerungen, die völlig utopisch sind, irgendwie verbunden. 100 € mehr für eine Ti, 200 € mehr für eine 3080, die 12 GB 500 € mehr. Gut, die wird nicht mehr hergestellt, aber es steht halt so da. Das Mainboard, das ist auch völlig in Ordnung. X570e Gaming, das ist echt ein Top-Board, gar keine Frage. Hier bekommen wir auch schon eine 360er Wasserkühlung rein. Der 5800X, der ist ziemlich schwer zu kühlen, weil das ein bisschen mit den Dice und dem Heatspreader aus den Rudern gelaufen ist bei AMD, kann man so sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass die 360er auf jeden Fall gut dazu passt. Die hat auch schon dieses Display, das ist ja schon die zweite Variante. Die alte, also die Nummer 1 von dieser Wasserkühlung, hatte ein kleines Display und die hat schon so ein großes. Als Netzteil haben wir den Seasonic Prime PX 850, was auch okay ist. Hier haben wir auch eine 980 Pro als SSD drin. Allerdings ist die natürlich wieder nur 500 GB. Dafür bekommen wir noch eine weitere SSD mit dabei, und zwar eine SATA. Die steht hier drin mit 2 TB. Das ist dann die eben angesprochene Samsung 870 EVO. Ist auch gleich so im Warenkorb drin, seht ihr ja dann. Und ansonsten haben wir nur noch Windows 11 Home mit dabei. Dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier ist die EVO 2 TB, dazu noch die 980 Pro 500 GB, der AMD Ryzen, der RAM-Speicher, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landet ihr beim Gesamtpreis von 2529,08 €. Das System soll kosten 3595 €. Ihr seid über 1000 € teurer gegenüber Selbstbau. Wie gesagt, zieht ihr 150 noch ab, seid aber 850 € zu viel. Also auch bei so teuren Systemen kann man von mir aus sagen, wegen der Wasserkühlung und so, ja, 200 € fürs Zusammenbauen oder vielleicht auch 250. Aber der Laden ist einfach zu teuer und ich weiß nicht, warum diese Preise so zustande kommen. Also ich finde das wirklich komisch. Preislich gesehen waren alle drei AMD-Systeme viel zu teuer in meinen Augen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, aber ihr kennt meinen Kanal, ihr kennt meine Preisdifferenzen, so immer, die ich da so dazwischen habe. Und hier ist es halt einfach viel zu teuer. Keine Ahnung, wie dieser Laden überleben kann. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Den habe ich halt einfach gefunden, beziehungsweise der wurde mir zugeschickt. Wie lange es den schon gibt, vielleicht ist es auch so ein Ein-Mann-Systemhersteller, keine Ahnung. Aber die Systeme sind auf jeden Fall zu teuer. Leider. Wir haben hier oben natürlich noch weitere. Die haben auch Level 4 und Level 5. Die habe ich jetzt einfach mal ausgelassen. Ich glaube, die Preissprünge brauchten wir uns nicht mehr angucken. Es gibt aber auch noch die Intel-Systeme von denen. Und hier solche Editions und so weiter. Wenn ihr möchtet, mache ich gerne noch ein Video darüber, dass wir uns vielleicht auch Level 4 und Level 5 mal anschauen. Ich habe auch noch nie drauf geklickt. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Bei Level 3 bin ich ausgestiegen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Denkt an das Review bzw. Giveaway, wenn ihr Bock habt, einen Case zu gewinnen. Es werden jetzt demnächst noch weitere Reviews kommen, zum Beispiel Wasserkühlung, auch CPU-Kühler, die ich in zweifacher Ausführung kriege. Einmal zum Testen und einmal als Giveaway. Ne, seid darauf schon mal gespannt, das wird in den nächsten Wochen irgendwann passieren. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.